Hallo, recht herzlich willkommen zu meinem kleinen Rundgang über die IWA 2014. Ich war mit ein paar Freunden unterwegs und wir haben uns auch dort noch mit ein paar deutschen Kollegen getroffen. War echt ein lustiger Tag. Wir haben versucht, die ganze Messe abzudecken, was uns leider nicht ganz gelungen ist, denn die Messe ist wirklich riesig und man brauchte wirklich 2, 3 Tage, um wirklich alles zu sehen. Und wir haben auch ein bisschen rumgequatscht an den Ständen. Deswegen haben wir jetzt nicht ganz die ganze Messe abgedeckt, aber einen Großteil. Jetzt hier am Anfang habe ich noch ein wenig Zeit rumzuquatschen, da wir hier hauptsächlich Flinten sehen, da hier nicht mein Spezialgebiet sind und ich nutze die Zeit jetzt einfach, um noch ein paar Sachen zu erklären. Was ich auch noch gleich sagen möchte ist, ich werde dieses Video auch nochmal nur mit Musik hochstellen, da braucht ihr euch mein Gequatsche nicht anzuhören. Also wenn ihr das sehen wollt, dann klickt jetzt auf den Link, der jetzt gleich hier erscheint. Wie schon gesagt, beginnen wir mit den Büchsenerstellern. Hier sind wir am Sabbatistand vorbeigeschlendert. Sind uns ein paar sehr schöne Repetierbüchse ins Auge gestochen, besonders die Mündungsfremde hat es mir persönlich angetan. Also hat wirklich verstärkt ausgesehen. Ich werde jetzt auch nicht jedes Bild kommentieren, da ich einfach oft nicht die passenden Informationen dazu habe. Und deswegen werde ich da ab und zu mal einfach meine Klappe halten. Ja, hier sind noch ein paar Bumpguns. Wie gesagt, Tactical war ein großes Thema bei der Messe, also man hat sehr viele Sachen gesehen, die sehr Tactical angehaucht waren. Und hier haben wir eine klassische Luftpistole mit 4,5 mm. Den Hersteller müsste ich wieder raten, habe ich mir leider nicht gemerkt. Waren auf jeden Fall recht schöne Dinger. Dann gab es natürlich überall Fernsehinterviews rundherum. Der Mr. Aktenzeichen ist jetzt wahrscheinlich auch auf ein paar Videos drauf, denn der hat sich immer ins Bild geschummelt. Dann hatten wir hier noch, ja, wieder Büchsen mit schönen Gravuren. Was gibt's noch? Ja, hier waren wir bei Stöger, Ergans. Da gab es eben die ganz normalen Knicker, da bin ich auch kurz mal reingeschneit. Hat gar nicht so schlecht ausgesehen. Allerdings war dieser Kunststoffummantelung am Lauf gar nicht so schön, das hat mir nicht gut gefallen. Aber sonst haben die Gewehre ganz ordentlich ausgesehen. Ein großer Teil ist natürlich auch Bekleidung auf der Messe, da sind wir eher nur durchgeflutscht, deswegen habe ich hier nur symbolisch ein Foto. Ja, und da haben wir wieder für die Western-Fans sehr schöne Gravuren, gab es da zu sehen. Überhaupt gab es natürlich viele Ausstellungsstücke, die man nicht so oft zu Gesicht bekommt. Auch oft hinter Glas verschlossen, was sicherlich besser ist für die Waffen, denn sowas möchte man natürlich gerne mal begrapschen und das würde wahrscheinlich den Waffen nicht so gut tun. Ja, hier waren wir im Ruger-Stand. Ruger baut ja ein paar mächtige Revolver, also war recht beeindruckend. Das waren ein paar 22er Kaliber. Ja, dazu sehe ich nur die Farbe beeindruckt. Das war so ein Soft-Air-Trainingswaffen-Mischmasch mit Druckluft. Hier sind wir noch ein paar Fotos vom Ruger. Die Stände scheinen gegenüber gewesen zu sein, dass sich hier die Fotos gemischt haben. Ja, ich glaube, das hier ist auch nochmal Ruger, genau. Und da gab es dann auch ein paar Revolver und Pistolen auch noch von Ruger. Den Revolver haben wir vorher schon gesehen und ich glaube, die Ruger kommen hier gleich. Ja, hier ist wieder der Mist-Aktenzeichen, der sich hier auf die kleinen Pistülchen steht. Und da konnte natürlich jeder rumprobieren und man ist da schon froh, dass eigentlich bei der IWA jede Patronenkugel angebohrt ist. Also man sieht da deutlich, dass da kein Pulver drin ist, denn es wird andauernd abgedrückt und jede Waffe wird systematisch durchprobiert. Also da ist man doch ganz froh, dass da nirgendwo eine scharfe Kugel in Umlauf. Es war recht auffällig, dass sehr viele türkische Hersteller bei der IWA ausgestellt haben, also jetzt scharfe Waffen. Und da gab es auch ein paar ganz extreme Kopien, zum Beispiel von der P99, die qualitativ unterirdisch waren. Aber es gab auch ein paar ganz ordentliche Waffen aus der Türkei. Wie gesagt, am Anfang haben wir uns sehr, sehr viel mit den Flinten beschäftigt. Da musste ich mir auch von den Kollegen einiges anhören, dass wir am falschen Ende angefangen haben. Und ja, jetzt sind wir hier bei Bruni. Man sieht schon an der Auslage, wie hochwertig das Ganze abläuft bei Bruni. Also das sieht schon in der Vitrine scheiße aus. Also da kann man gar nichts beschönigen. Die Dinger sehen furchtbar aus. Das erscheint wohl ein neues Modell zu sein, die New Police, oder gibt es schon länger. Auf jeden Fall einen kleinen Revolver haben sie jetzt auch noch im Programm, aber alles nichts Tolles. Da sind wir ein paar Luftgewehre. Was haben wir hier noch? Ja, ein Granatwerfer für zu Hause, wer sowas braucht. Um die Schwiegermutter aus dem Haus zu treiben. War für jeden was dabei. Doppelläufig. Nochmal doppelläufig. Ebenfalls sehr tactical angehaucht, eher für den. Wie nennt man ihn? Den Behördenmarkt gedacht. Und da gab es dann auch noch eine Billigvariante. Ups, nein, die habe ich rausgelöscht. Sind wir hier bei den Pressluftwaffen von Kaliberguns. Also die Kaliberguns sind ja auch recht teure Waffen. Das sieht man ja noch an, also top verarbeitet.
Hier sehen wir jetzt am Alpha Pro Stand. Da lag ja mein Hauptaugenmerk auf dem Defender, den sehen wir hier. Den gibt es jetzt auch in einer Rappapol-Version. Also die Vorzeichen stehen gut, dass da irgendwann mal eine Schreckschuss draus werden könnte. Ich hoffe, das ist auch so. Und bei den Revolvern hat sich ja jetzt Gilman wieder hervorgetan, der eine eigene Serie rausbringt. Eben, ich glaube, dass es Alpha Pro Revolver sind. Und der Preis wird zwar wieder überwiegend sein, aber die Qualität dürfte auch stimmen. So, dann haben wir jetzt noch ein paar Pressluftgewehre. Dürfte ebenfalls ein türkischer Hersteller sein. Ja, und hier sind wir jetzt nun bei den Großwildjägern. Also da gab es ein paar ganz imposante Pistölchen. Natürlich mit passendem Holster. Man sieht ja schon daran, dass die Trommeln nicht eingefräst sind, dass hier doch etwas größere Kaliber geschossen werden. Und einfach überall auf der ganzen Messe waren besondere Schmuckstücke zu bestaunen. Leider oft hinter Glas, was das Fotografieren etwas schwierig gemacht hat. Hier ist, glaube ich, ein ganz gutes Foto vom Schmuck von den Desert Eagle. Und ja, mit Browning mit schönen Gravuren. Und es gab aber leider auch ein paar nicht so schöne, ja, Momente. Gleich kommt einer nämlich diese schönen Teller hier. Die haben mir überhaupt nicht gefallen. Also ich weiß, das Jagdthema bedient natürlich auch solche Kundschaften, aber ja, buah, kann ich da nur sagen. Sonst was möchte ich nicht jetzt. Aber kommen wir gleich weiter zu den Messern. Es gab ja eine sehr große Vielfalt, was die Aussteller betrifft. Es gab Messer, es gab Schusswaffen, es gab Bekleidung, es gab Metalldetektoren, einfach so ziemlich alles, was man sich rund um so eine Messe vorstellen kann. Es gab sogar Massagematten von zwielichtigen Herstellern, aber das wollte ich jetzt nur kurz erwähnen, wirklich um euch einen guten Eindruck von der ganzen Messe geben zu können. Wir waren dann natürlich auch noch kurz beim Glockstand, weil der Max ist ja unser Experte für die scharfen Waffen und der hat ein kleines Fachgespräch mit einem der anwesenden Berater dort geführt. War auch ganz interessant. Vor allem die Merchandise-Abteilung bei Glocke Spitze kann ich empfehlen. Also haben uns doch gut versorgt mit kleinen Souvenirs. Gab noch ein bisschen ein paar Schnittmodelle zu sehen und auch gleich anschließend kommt ein interessantes Bild von einer Glock mit einem teilweise einem Kunststoffschlitten. Sah auch ganz interessant aus. So, dann sind wir zu einem Importeur weitergewandert. Der hatte die Arsenal Arms, den zweiläufigen 1911er im Schaufenster. Da haben sich auch die Leute die Nase platt gedrückt. Ist zwar überhaupt nicht sinnvoll, diese Waffe, aber scheint sehr interessant. Ich persönlich habe sie mir auch angesehen. Insofern darf ich da jetzt nicht jammern. Aber von der Technik her sicher interessant. Vom Sinn her, ja. Ja, nicht so großartig. So, dann sind wir wieder bei den Flinten angelangt. Ein großer Trend war auch Farbgebung bzw. Wassertransferdrücke bei den Waffen oder wie gesagt eben das Tactical-Thema. Viele Hersteller haben auch so einen langen Tresen, wie hier zu sehen ist, aufgebaut, einfach damit man die ganzen Kurzwaffen auch problemlos erreichen und probieren kann. Wir waren jetzt hier eine ganze Weile am Sig-Sauer-Stand, weil da haben wir auf die anderen gewartet. Aber das war überhaupt kein Problem, denn Sig-Sauer hat eine irrsinnige Auswahl an Kurzwaffen und auch ein paar Langwaffen da gehabt. Also, und ich muss wirklich sagen, wenn man sich da eine ganze Weile durchprobiert, dann kann man doch sehr viele Unterschiede zwischen den einzelnen Waffen feststellen. Hier sehen wir auch nochmal das neue Modell ohne Hahn, aber das hier nur ganz kurz nebenbei. Aber wie gesagt, war es irrsinnig interessant, mal die ganzen Modelle direkt miteinander zu vergleichen. Besonders wenn man eine Sportvariante der Sig Sauer in der Hand hat und dann das Serienmodell dazu in die Hand nimmt, merkt man doch, da gibt es gewaltige Unterschiede, was die ganze Waffe betrifft, nicht nur den Abzug. Auch die Langwaffen von Sig Sauer machen einen irrsinnig guten Eindruck. Deshalb hier mein Appell an die Softwarehersteller, bitte, bitte, baut mal eine Gas-Blowback von Sig Sauer, eine Langwaffe. Das wäre ganz toll. Ja, wie gesagt, hier sind noch ein paar Sondermodelle von Sig Sauer. Irrsinnig beeindruckend, was da teilweise zu sehen war. Die restlichen Sig-Modelle lasse ich einfach mal so auf mich wirken.
So, dann kommen wir langsam zu den freien Waffen. Hier waren wir bei Ecol. Hier fehlt gleich mal die Sicherung. Boah, auch nicht so schön bei einem Ausstellungsstück. Und ich glaube, bei Ecol gab es auch nichts viel Neues. Ich glaube, eine 8 mm, die neu war eine kleine. Aber sonst gab es da nicht viel zu sehen. Interessant ist schon die neuen Waffen von Gilman. Zwei Revolver und die VZ61 Scorpion, also eine Maschinenpistole. Schauen wir mal, was das wird. Und dann ging es weiter. Ja, Software, ein Schnittmodell, eine AK. Kommt jetzt gleich nochmal so ein schönes Schnittmodell. Und dann ging es weiter zu ESC. Da waren natürlich vor allem die neuen Sorakis interessant. Die 917 und die 906, die bald in Deutschland erhältlich sind. Auch von ME gab es ein paar Neuigkeiten. Zwar keine neuen Waffen, aber neue Farbgebung. Bei der ein oder anderen Waffe war das ganz schön gewöhnungsbedürftig. Zum Beispiel das Rot bei dem 1911er. Aber sonst sah das Ganze ganz gut und haltbar aus. Bei EST möchte ich mich generell nochmal bedanken, dass sie uns eingeladen haben zu IWA. Und ohne die wäre dieser Bericht hier und auch dieser spaßige Tag nicht möglich gewesen. So, was gab es sonst noch Neues bei ISSC? Ja, natürlich die 22er Kaliber von ISSC, von der österreichischen Wattner Firma. Und auch die Crossman-Luftgewehre, die man kennt man zwar schon, aber waren eben auch nochmal ausgestellt. Oben ist, glaube ich, ein neues Pump-Modell zu sehen gewesen. So, dann ging es weiter zu Soraki. Bei Soraki gab es unerwartet viele neue Modelle, nämlich die 807, die 2807 und die 418, ein Schwestermodell von der 918. Also man muss schon aufpassen, dass man das mit den Zahlen nicht durcheinander bekommt. Auch sehr interessant fand ich den neuen R2-Revolver, der zwar auf dem R1 basiert, aber durch die neue Laufhülse eine ganz neue Optik bekommt. Außerdem gibt es neue Griffschalen und der ganz kurze gefällt mir besonders gut. Den werde ich mir sicher holen, falls der auf den Markt kommt. Hier sehen wir nochmal den R2 in einer etwas längeren Version. Und wie gesagt, die 2807, sagt, dass ich rausbekomme, ist für die Deutschen nicht ganz so interessant, da ja 8, Kaliber 8 mm dort nicht mehr vertrieben wird. Aber wie gesagt, zum Beispiel der R2 ist sicher auch für euch interessant. So, bei Rekord gab es auch wieder die bekannten Sachen zu sehen. Da würde frisches Blut auch mal dringend Not tun, denn ich glaube nicht, dass man mit diesem angestaubten Schreckschusswaffenprogramm heutzutage noch sehr, sehr weit kommt. Aber das müssen ja die Herren selber wissen. So, dann haben wir noch hier kurz die ISSC M22, eine Gas-Blowback-Version. Hat mich sehr überrascht, dass die auf den Markt gekommen ist. Das dürfte aber mit Glock-Lizenzen in Zusammenhang stehen, da in Amerika ja keine Glock verkauft werden darf und die M22 verdammt nahe dran ist. So, dann sind wir noch hier mal kurz beim Kometerstrand vorbeigestreift. Gab es auch ein paar sehr schöne Gewehre zu sehen. Und auch für den CZ-Stand war noch kurz Zeit. Dann haben wir noch kurz auf den schönen Tag angestoßen. Muss ja auch mal sein und natürlich standesgemäß mit Wasser auf einer Waffenmesse. Dann ging es weiter zu Umarex. Da haben wir sogar eine Extraführung bekommen zu den ganzen Neuheiten. Da verlinke ich euch das Video dazu auch hier im Video. Und da könnt ihr auch mal reinsehen, was es bei Umarex Neues gibt. Umarex hat auch irrsinnig viele Neuigkeiten. Da habe ich auch nicht alle aufgefangen, aber nur die interessanten für mich. So, das war's schon wieder. Natürlich war der Tag viel, viel, viel zu kurz. Also wir haben da sicher viel verpasst, was auch den Software-Sektor betrifft und auch ein paar andere Sachen. An dieser Stelle verabschiede ich mich von euch. Über ein Abo und einen Daumen hoch freue ich mich immer. Also dann, bis bald, Leute. Tschüss.